Hello! Ich war die ganze Woche krank, musste 5 Sitzungen absagen, aber ich wollte unbedingt in Mauenheim dabei sein. Ja? Und es passieren ja die unheimlichsten Dinge auf der Welt. Ne? Also jeder weiß ja, auch hier in Mauenheim, die Bauern, die Bauerei, also die Kartoffelbauern, Brombeerbauern, wie wir hier sehen, die werden ja immer weniger. Ja, man muss ein bisschen leiser sein, hier in der Sache. Und bei uns neben drauf ist ein Bauernhof verkauft worden. Da ist ein Italiener eingezogen. Ja, so nur 3 Wochen hat er sich immer so angenähert und hat gesagt, du, sag mal, Chef, du bist ein großer Bauer, du hast so schöne, große, rote, dicke Tomaten. Hab ich gesagt, ja, ich habe große, rote, dicke Tomaten. Ne? Und er sagt, wie machst du das? Hab ich gesagt, das ist ganz einfach. Deine Frau muss ganz knapp bekleidet, mit Negligé und der Bikini ganz knapp. Abends, wenn es dunkel wird, so an der Tomate vorbeischwänzeln. So in dem Rhythmus, ne? Da waren die Tomate rot und dick. Noch 4 Wochen Kinder sehen, da hast du immer nur Arschloch. Da passen wir auf, kleine aufgeschulter Italiener. Ich bin nicht dein Arschloch, ich bin dein Nachbar. Was ist? Da sieht er, ich kann dir eins sagen, meine Frau hat sich gekauft, ganz eng, Negligé. Immer so vorbeigeschwänzelt. 3 Wochen lang. An denen Tomate. Nichts große Tomate so, aber solche Gurke. Ja, was ich euch erzählen wollte, das war ja auch angekündigt. Ich war im Urlaub in Bayern nach Corona. Da ist ja froh, dass man wieder mal irgendwo hinfahren kann. Komm mit meiner Frau an das Hotel. Kommt die Chefin mir entgegen. Da sagt sie, wir sind ein feines Hotel hier. Wenn Sie bei uns zum Beispiel ins Bad gehen, geht sofort überall das Licht an, alles vollautomatisch. Da ist auf mich zugegangen, da sieht sie, ich muss Ihnen was ins Ohr pischen. Da habe ich gesagt, was ist das? Ja, wenn du so vom Land kippst, so einfache Menschen wie wir sind, pischen die mir ins Ohr. Junger Mann, Sie haben Ihr Hosengeschäft aufstehen. Wir sind ein feines Haus. Da habe ich gesagt, unsere Geschäftsführer, Sie. Gott sei Dank, nee, nur die beiden Praktikanten. Ja. Und da hatten die dort im Hotel, bin ich hin, was macht man als erstes, wenn man ins Hotel kommt, Koffer abstellen, muss man auf Toilette. Aber da bin ich auf der Toilette und leider erst mal Fernbedienung. Fernbedienung habe ich Taste A gedrückt, sitzt noch schön da. Ja, wie man so sitzt. Kommt da von hinten ein Rohr raus, zieht den Duft ab, nach draußen auf die Straße. Die Leute sind so draußen vorbeigegangen, aber das war nicht so schlimm, weil in Bayern war nebenan ein Kuhstall. Das war nicht so schlimm. Jetzt drückst du den zweiten Knopf. Da kommt eine Stimme, die sagt, Ihre Sitzung wird aufgezeichnet. Da habe ich ein bisschen Angst gekriegt. Wenn die jetzt noch sehen, Ihre Route wird berechnet, da wäre ich ja ausgeflippt, gell? Und dann geht's weiter. Da bist du da unten ja so ein bisschen schmutzig in dem Bereich. Drückst die nächste Taste, geht das Rohr zurück. Kommt das nächste Rohr, spritzt dir von unten die Gage. Und beim Mann ist das ein bisschen, da hat alles gemacht, bim bam, bim bam, bim bam. Jetzt bist du noch nicht ganz sauber. Da hast du noch eine Taste, da ist ein K drauf. Für Casual. Drück doch mal die Casual-Taste, der Westen muss irgendwie gut es geht. Jetzt bist du sauber, aber nicht trocken. Geh das Rohr wieder zurück.
Da kommt von hinten schön. Bläst dir Heißluft dagegen. Vier Stationen. Bei der vierten Station, wenn du die Tricks sehen, das Navi dir und dieses Gerät sagt zu dir, Achtung, Station 4 wird sehr heiß. Bei einem Mann ganz gefährlich, der nach 3 Minuten, wenn die Eier hat, und noch 4 Minuten, 5 Minuten Platz wäscht. Also da weiß man, da braucht man nicht mehr hießen vor das Hotel, das ist für uns Landwirte nicht das Ideale. Ich kann mal trinken. Jetzt hatte die im Hotel, oh, super schönes Hotel, ein Hallebad mit Welle, also so ein Wellebad. Ich sag zu meiner Frau, sag mal, hast du meine Badehose dabei? Sie sagt, oh, die habe ich schon vergessen. Und ich habe so speziell Badehose, Tigerstoffmuster. Ja, wenn man älter wird, muss man ein bisschen gut aussehen bei der Frau, ne? Tigerstoffmuster, hat die doch die Badehose vergessen. Also was machen wir jetzt? Also wir gehen am nächsten Tag mal Städtchen, da unten, in der Nähe von München. Da ist die ganze Stadt, wir haben nirgends eine Badehose gesehen, nirgends. Na, da seht man einfach, guck mal da, da ist ein Stoffgeschäft. Ein Stoffgeschäft. Da hat so ein Ball gelegt, Tiger muss der drauf. Und so, da kann ich mir ja Höschen nehmen. Im Hotel, die und alles da aufhören, nee. Und so, das kann ich. Dann wir sind da hier und die Frau gefragt, entschuldigen Sie mal, der Stoff, da könnten Sie uns so einen Meter abschneiden. Da sehen Sie, das kann ich Ihnen machen, aber Sie müssen die restlichen 7 Meter mitnehmen. Wir haben Winterschluss verkauft, wir kriegen das sonst nicht mehr los. Und man fragt sich, naja, dann nehmen wir alles mit. Die Meter dort abgeschnitten. 7 Meter hat man sauber, schön im Hotel oben in den Schrank gelegt. Die restlichen 7 Meter. Die hat der Höschen genäht. Die Frauen unter uns wissen das, das war noch nicht richtig verwahrt daneben. Also noch die Fäden noch nicht so richtig drin. Ich habe mir das aber morgens geschnappt, bei Zeit gehen das Hallbad. Denkt noch so, oh, der oberste 7 Meter Laie. Man hätte auch keine Fleisch doppelt nähen. Jedenfalls ich in das Wellenbad rein, in dem Moment schalten die Welle ein. Solche Welle, so 20, 30 Zentimeter hoch. Hat's gemacht. Zip. Da war das Höschen da. Da bin ich nackig durchs Wasser geschwommen. Das haben sie mal gar nicht gemerkt. Ich hab das nicht gemerkt. Schlimmste war, ich steige aus dem Wasser raus, sitzt außen als Chefin von 84 Jahren. Guckt sie mich schon ab und an. Bleibt mit stehen! Sehen Sie, jetzt ist nah, was ein Ding! Habe ich schon, noch 7 Meter im Schrank gleich. Was gehört, ob das so ganz stimmt, weiß ich nicht, nennen wir mal auch. Also ich mache immer so ein bisschen was aufs Ätsche bezogen und habe gehört, der Präsident, ob der stimmt, weiß ich nicht so genau, ich habe es Ihnen morgen auch schon mal erzählt, der Präsident mit dem Bäumarschte, ich kenne die auch, die waren zusammen im Krankenhaus, war ja Corona, ich weiß nicht, ob sie Corona hatten oder was, ist ja auch vollkommen uninteressant. Jedenfalls wollen sie vor allem, weil der Präsident wacht, packschnaft geschwitzt. Seht ihr, Boje Marschall zum Sommer, was ist mit dir los? Was hast du denn? Bist ja packschnaft geschwitzt, Dickweh, Klamotte, alles nass. Seht ihr, oh, ich hatte ja einen Traum gehabt heute Nacht. Ein Traum. Was hast du denn für einen Traum? Ich habe ja geträumt, ich hätte im Preisausschreiben einen neuen Traktor gewonnen. Und den könnte ich gebrauchen. Hat der Boje Marschall gesagt, naja, nein, Traktor, was hast du denn mitgemacht? Oh, ich bin mit dem Traktor von Machen, der Nufe, noch morgen, hin und runter, über den Dunnerspeck, durch das ganze Gebiet gefahren, wie das riecht, das war so schön. Und vorhin war ich gesagt, naja, mein Traum war da ein bisschen besser und auch viel interessanter und schöner. Da sieht der Präsident, ja, was hast denn du für einen Traum? Seht ihr, die Tür ging auf und zwei bildhübsche Frauen
dekoriert, kamen in den Raum rein. Mit denen zwei bildhübschen Frauen habe ich die ganze Nacht Liebe gemacht. Und ich gesagt, bist du verrückt? Zwei Frauen, machst die ganze Nacht mit denen Liebe. Warum hast du mich nicht geweckt? Das waren doch zwei Frauen. Und er gesagt, du warst die ganze Nacht mit dem Traktor unterwegs. Ja, Leute, das war's schon von mir. Wer macht was mit? Ich habe versucht, aus dieser Bit euch ein klein bisschen Spaß zu bringen. Ich muss jetzt von hier nochmal, ich werde es nicht glauben, nach Koblenz hoch, die Leben von Koblenz fahren. Aber ich habe trotzdem im Urlaub noch ein schönes Liedchen gehört von die zwei jungen Männer, die ich kennengelernt habe. Die haben mich gefragt, kann ich das in der Fasnacht bringen? Das sagen die, natürlich, kannst du ruhig bringen. Das ist so ein halbes Blätter, ich singe ein bisschen dazu. Und das heißt, nix amore. Nix amore. Ne? Und dazu müsst ihr aber alle aufstehen. Alle aufstehen, komm, wir wollen ja ein bisschen uns bewegen. Vorhin habt ihr so schön mitgemacht, jetzt machen wir auch noch mal mit. Jawohl, die Hände so hoch, und Herr Kapellmeister, lass mal laufen. La, 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 la. Und jetzt, nix amore, nix amore. La, 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 la. Nix amore, la, la, la. Die eine brachte hier, da traf ich als Maria, Cabino und Spaghetti, sie waren echte Netti, sie lud mich ein nach Hause, zu Chianti, Wein und Jause, da macht sie sich für Schöno mit Seife, Kamm und la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 . Und die Hände, nix amore, nix amore, la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 . Nix amore, la la la. Sie sprach zu mir, Signore, jetzt machen wir Amore. Mein Mann ist in Fabrico, kommt eh sehr spät zu Hugo. Doch du musst sein sehr leise, denn Kinder machen Scheiße. Da gingen wir ins Bett und hatten es so nett. Und ihr bitte, la 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 la. Und jetzt. Nix amore, nix amore, la 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 la. Nix amore, la la la. Auf einmal schrie Maria, verblickte Mama Mia. Ich hörte eben Schritte, du musst verschwinden bitte. Das ist mein Mann, der Pluto, der hat vielleicht versucht. Wenn er dich hier entdeckt, dann hast du mich versteckt. Und hier bitte, la 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 la. Jetzt ist es nicht amore, nicht amore. La 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 la. Ich machte in die Hose und machte schlimme Kose. Ich dunkel war für Wimmer, der Mann schon schon im Zimmer. Er fühlte super Dico, jetzt sieht es aus wie Nico. Da hat er mich verdroschen mit Haus in meine Gosho. Und ihr bitte, la 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 la. Nix amore, nix amore, la 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 la. Nix amore, la la la. Macht dich im Spital und wollte viel verätzen. Mein ganzer Körper schmerzte, mein Fieber war gebrochen, mein ganzer Bauch zerbrochen. Mir fehlt jetzt die Seele, denn ich war nichts Gold und Bene. La 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 la. Nichts amore, nichts amore. La 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 la. Nichts amore, la la. Alle hallo. Jetzt weiß ich ganz genau, was schreiben andere Frau. Wenn Ehemann nicht findet, da gibt es keinen Schwinde. Für eine Stunde Liebe, da kriegst du kräftig Liebe. Willst du es haben, schöner und zu eigene Frau verwöhnt. Und la 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 la. Nichts amore, nichts amore. La 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 la.